Eieieiei, also so Jungs, ne? So, oh, der perfekte Kopfbau überhaupt, ey, brutal. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Also, wir schauen mal rein. Der beste Shisha-Kopf der Welt mit Apo Red vom Sayo 389. Wir sind sehr gespannt. Turan war nicht so begeistert, sage ich mal. Auf jeden Fall schon mal ein wildes Intro. Ja, ganz an die 2016, 17 Jahre angelehnt, sage ich mal. Krise. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem erneuten Video von mir. Und das habt ihr bestimmt schon hinten gelesen. Heute zeige ich euch mal den besten Shisha-Kopf der Welt. Also, das größte Problem, was ich auch wahrscheinlich hier wieder schon mit habe, ist, er sagt schon wieder, der beste Shisha-Kopf der Welt. Ja, nicht sein perfekter Kopf oder sein persönlich bester Kopfbau in dem und dem Kopf oder sowas, sondern ultimatives Statement, es ist der perfekte Kopf. Und wenn ihr mich fragt, gibt es sowas wie der perfekte Kopf nicht? Verschiedene Tabakarten wollen verschiedene Köpfe, verschiedene Bauarten. Ich kann euch nicht einmal was zeigen und ihr könnt es in jedem Kopf so machen und mit jedem Tabak so machen und es funktioniert einfach. Ist nicht drin. Ist einfach nicht drin. Deswegen so ultimative Statements sehr schwierig. Mir, ohne das bestimmt schon hinten gelesen. Heute zeige ich euch mal den besten Shisha-Kopf der Welt. Ja, es gibt viele YouTuber, die sagen, dass sie den besten Kopf machen, aber keiner von denen kann sich eigentlich mit mir messen, ja? Ich will nur mal sagen. Das ist, das war ein bold Statement, Digga. Das war ein bold Statement. Kein anderer YouTuber kann sich mit ihm messen. Aber keiner von denen kann sich eigentlich mit mir messen, ja? Ich will. Ich bin sehr gespannt, Digga. Wenn du so große Töne spuckst, dann darf ich dich ja wohl auch richtig zerreißen, lieber Sayo 389. Ich bin sehr gespannt, Junge. Wenn du jetzt nicht ablieferst und die Like-Ratio, ja, 28 Daumen nach oben, 44 Daumen nach unten, wir sind gespannt. Wir sind, sehr gespannt. Ich will mal sagen, wir reden nicht so viel und gehen direkt zum Kopfbau. Jalla. So, Freunde, sind wir auf jeden Fall schon mal hier. Also, folgendes. Man kann mit Sicherheit Köpfe in so einem Tonkopf bauen, die vollkommen okay sind. Der beste Shisha-Kopf der Welt? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht. Na, das sieht auch so aus, als würdest du mit Kamin rauchen. Nichts gegen Kamin. Wenn ihr euch entscheidet, dass das für euch das beste Setup ist, alles cool. Ja, ist nicht meine Position zu sagen, so, ihr seid alle Schmutz, alle, die mit Kamin rauchen. Wenn es euch gefällt, alles cool. Aber der beste Kopf der Welt? Nicht Kamin, Digga. Nicht Kamin. So, Freunde, sind wir auf jeden Fall schon mal hier am Kopfbau. So, wir rauchen jetzt erstmal Chicharito von Hasso. Ist ein Tabak, den ich sehr gerne rauche, ja. So, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die den Tabak einfach so reinschmeißen. Ja, also alle meine Freunde machen das eigentlich so. Ich kenne niemanden, der anders baut. Wer macht das? Das macht keiner so, Digga. Was erzählst du für eine Scheiße? Einfach so machen und denken, sie hätten einen Barberkopf gebaut. Ich selten. Ja, sagt jeder, der so baut. Ist der perfekte Kopf. Fertig. Video zu Ende. Fertig. So, natürlich machen wir das jetzt ein bisschen feiner, ja. Wir arbeiten natürlich schön elegant. Boah, wenn meine Mutter das hier sehen würde, ne, sie würde mich umbringen. So, wir machen erstmal schön locker, flockig in den Tabak rein. Auch schön hier ein bisschen die Ränder, wo nichts drin ist, schön reinschmeißen in das Ding. Und ich mache das dann meistens so, wenn mehrere Leute hier sind, die Pfeife rauchen möchten, dann mache ich natürlich den Kopf bis zum Rand voll. Und wenn ich mal alleine rauche, dann mache ich natürlich nicht so viel Tabak rein. Warum das so? An sich keine schlechte Überlegung, nur wenn du länger mit mehr Leuten rauchen willst, also mehr Züge, sag ich mal, insgesamt aus dem Kopf rausholen willst, sollte auch mehr Tabak drin sein. Ja, zum Beispiel, wenn ich mal mit der Regie zusammen einen Kopf abends in der Stimulation Pro X oder so rauche, dann nehme ich auch meistens so Blaco L, damit da ordentlich Tabak drin ist, damit der auch für zwei Leute halbwegs ausreichend ist. Meistens machen wir eh jeder eine eigene Pfeife an. Sollten wir mal eine zusammen rauchen, nehme ich auch einen Kopf, wo ein bisschen mehr Tabak reinpasst. Das Ding ist, du musst so einen Tonkopf ja bis zu einer gewissen Stelle voll machen, damit das von der Hitze her gut klappt. Und ob das dann so eine geile Taktik ist, beim Tonkopf einfach weniger reinzumachen, statt einen anderen Kopf zu nehmen, in den einfach weniger Tabak rein muss und der dann aber optimal läuft, glaube ich nicht so eine geile Taktik. So ist, weil wenn man mit mehreren Leuten raucht, alle ziehen in einem Schluck, als ob sie gerade Jada gemacht hätten. Und das verbessert Tabak natürlich auch schneller. Deswegen mache ich auch mehr Tabak rein. Wenn ich allein. Also die Jokes sind auch schon wieder so dezent auf Abbas angelehnt, sage ich mal. Rauche, dann mache ich natürlich auch weniger Tabak rein, weil ich auch alleine rauche und der Tabak nicht so schnell verbrennt. So sieht der Kopfbau aus, wenn ich alleine rauche, ja. So.
Also ich würde behaupten, das ist zu wenig, um geile Ergebnisse zu bekommen. Ein bisschen weiter unter die Linie. Manchmal, wenn das so ein bisschen drüber ist, dann drücke ich noch so ein bisschen so ein. So, das ist dann aber auch der Kopfbau, ne? Ich würde auch niemals andrücken in dem Totkopf. Ah, das sieht einfach zu wenig aus. Digga, alles voller Molasse. Was hat er mit der Alu vor? Also wenn ihr einen Windschutz baut für so einen Anzünder, sehr geile Sache. Aber will ihr die einfach drüberlegen oder was? Sehen wir nicht. Anscheinend. Man sieht schon. Okay. Ah, okay. Kopf ist schon an. Mehr kriegen wir gar nicht gezeigt. Also das war sein perfekter Kopfbau. Und da fällt mir eigentlich nur ein passendes Wort zu ein. Und ich denke, ihr könnt euch schon denken, welches das ist. Schmutz. Also das war echt nicht nice. Das war absolut. Nee. Das war absolut nicht geil. Tonkopf mit Kamin, so, ist okay, kann man machen. Ich hätte ihn anders gebaut als er, ich hätte ihn voller gemacht. Ich glaube nicht, dass das reicht an Tabak, was er da reingepackt hat. Schauen wir mal die Rauchentwicklung an. Gar kein Rauch oder irgendetwas. Kohle ist schon drauf, wir nehmen jetzt mal den ersten Zug, okay? Ich habe die Kohle jetzt ungefähr so 5 Minuten drauf gelassen. Wir nehmen jetzt mal den ersten Zug. Kann man machen, 5 Minuten warten, ne? Musst du ein bisschen weniger anrauchen tendenziell. Walla, seht ihr das? Was? Walla, sehen wir was? Das Mini-Wölkchen oder was? Seht ihr das? Es ist zu wild. Nee. Erster Zug schon. So viel Rauch. So viel Rauch, ja. Wo? Digga, das ist nix, Junge. So raucht mein Kopf, wenn ich den ersten Zug nach 2 Minuten an der Smokebox nehme. Wenn ihr gerade das erste Mal, bevor das Ding ordentlich heiß ist, ey. So, also, weiß nicht, wie lange sind wir jetzt schon live? Wie viel haben wir? 10 nach 9, das heißt, mein Kopf ist eine Stunde an. So, seiner ist frisch und ja gerade super am Laufen. Mein Kopf ist eine Stunde an. Also, und ich würde nicht sagen, dass der gerade abnormal krass raucht. Ich würde sogar sagen, so vielleicht muss ich die Kohle noch mit reinschmeißen, damit das noch ein bisschen besser läuft hier, ne? Eieieiei, also so Jungs, ne? So, oh, der perfekte Kopfbau überhaupt, ey, brutal. Nee. Und Leute, wenn ihr neu am Start seid und mir einen kleinen Gefallen tun wollt und mir helfen wollt, möglichst schnell zu einem 100.000er Abo Creator Award zu kommen, würde es mich mega freuen, wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet. Also es wäre ultra korrekt, ihr wisst, Support ist kein Mord, gerne ein Abo raushauen, würdet ihr mir auf jeden Fall eine Freude mitmachen. Schockgesell. Aber wisst ihr was? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann rufe ich ganz kurz einen Kollegen von mir an, und zwar ApoRed. Ja, das ist ein sehr guter Kollege von mir. Da kann er euch mal sagen, wer den besten Kopf macht. So. Als ob der ApoRed kennt, so. Da kommt safe so ein Cringe gleich bei rum. Hallo. Ja, moin. Hey, ich habe gerade einen Kopf gebaut. Warum macht man sowas? Das ist so unlustig. Das ist einfach nur lächerlich so. Tu doch nicht so, als würdest du ApoRed kennen und dann noch so einen schlechten Joke draus machen. Willst du nicht vorbeikommen? Ja, du kleiner Go. Ich drehe gerade ein Video und ich will den Leuten zeigen, wer den besten Shisha-Kopf dieser Welt macht. Ja, lass doch mal ein Video aufnehmen. Ja, tamam. Komm vorbei. Yalla. So, Freunde, auf jeden Fall, er ist gerade unterwegs. Er müsste eigentlich gleich da sein. Solange können wir ein bisschen weiter rauchen. Oh, was geht ab, Randy? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wenn man Humor auf Wish bestellt, ey. Dann kommt sowas. Ja, was geht ab, Mann? Was geht, Bruder? Was ein Cringe. Lang nicht gesehen, Digga, ja? Bruder, hast du gut hergefunden? Ja, Bruder, ja. Na, wie man einfach Genos sieht, dass er mit seinen eigenen zwei Händen geklatscht hat und dann auch so aus dem anderen Bild rauskommt. Was ein Typ, ey, was ein Seen Typ. Seh, Digga, ja? Bruder, hast du gut hergefunden? Ja, Bruder, ja. Na, Digga, freut mich. Aber erstmal, Digga. Bruder, aber nimm erstmal einen Zug, Digga. Einfach mit Tesa festgeklebt. Einfach mit Tesa auf seine Haare festgeklebt. Uff. Digga, der Rauch ist ja jetzt komplett lost. Digga, so raucht mein Kopf, bevor ich Kohle drauflege. Was ein Typ. Und? Es ist zu wild. Zu wild, ne? Zu wild. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer macht den besten Kopf dieser Welt? Wisst ihr, was mich auch richtig hart triggert? Seine Fototapete. So. Ich habe nichts gegen Fototapete an sich, ne? Das ist ja auch eine Fototapete, habt ihr euch bestimmt gedacht, ne? Aber, ey, wenn ihr euch Fototapete holt, macht bitte nicht so eine Scheiße,
diesen Dreck hier nicht gleichmäßig anzukleben. Was soll das, Alter? Wer macht denn sein Zimmer so? Wer denkt sich denn so, Walla, Bruder, das sieht gut aus, so lass ich das. Digga, lost. Welt. Du. Ja, siehst du, hab ich schon gesagt, Junge. So, Freunde, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ja, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, das war's komplett mit dem Video. Abonniert, drückt die Glocke. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann, bleibt gechillt. Ja, Leute, das war die Reaction zu Der beste Shisha-Kopf der Welt mit Apo Red von Sayo. Also, ich habe wenig erwartet und ich wurde trotzdem massiv enttäuscht. Also, wer behauptet, ne, bester Kopf der Welt, der muss auch abliefern. Und der beste Kopf der Welt war das sowas von auf gar keinen Fall. Jungs, wenn euch die Reaction-Videos gefallen, gerne noch ein Abo dalassen, gerne einen Daumen nach oben auf das Video hauen, damit ich weiß, dass euch das Ganze gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.